So, einen wunderschönen Donnerstag, liebe Teilnehmer, zum heutigen JFD Invest Webinar. Ich grüße euch ganz herzlich und hoffe, Ton ist zu hören und Bild zu sehen. Gebt es mir da doch mal kurzerhand Feedback in den Chat, der ohnehin an dieser Stelle zur Verfügung steht, um Fragen zu stellen und der weiteren. Heute, das ist Thema, möchte ich Sie mitnehmen zum JFD Invest Portal, was wir ja, um genau zu sein, noch gar nicht vor so langer Zeit ins Leben gerufen haben, nämlich um genau zu sein im September des letzten Jahres. Darum soll es heute gehen. Neben der Frage, ob ich zu hören und zu sehen bin, auch nochmal das Feedback, wer von euch da schon investiert ist bei JFD Invest oder absoluter Newbie. Das wäre ganz wichtig zu wissen, damit ich so ein Gefühl für die Gruppe kriege, die heute hier sozusagen mein Gast ist oder unser Gast vielmehr. Denn JFD Bank präsentiert sich eben nicht nur als Broker, Marktzugang für Self-Trader und Händler, sondern eben auch im Rahmen der Transformation zur Bank, insbesondere im Rahmen der, na, wie soll man es am besten darstellen? Ja, des Private Banking, des Investment Bankings und auch der digitalen Vermögensverwaltung, da es nämlich hier genau um das Thema geht, dass wir den Tradern oder auch jenen, die feststellen, dass man keine Zeit zum Handeln hat oder einem schlichtweg die Möglichkeiten fehlen, eben trotz alledem einen interessanten Marktzugang liefern wollen. Und ja, vor vielen Jahren zog der Name oder die Begrifflichkeit des Copy Tradings, des Mirror Tradings so in die, sage ich mal, Trading- und Brokerage-Landschaft ein. Und wir als JFD hatten ja schon von Beginn an eben auch das, ja, Game-Changer-Modell, beziehungsweise auch den Ansatz, etwas in der Branche anders zu machen, schon von vornherein im Rahmen dessen, dass wir eben nicht als Market Maker auftreten und gegen den Kunden handeln im klassischen Trading, führte das dann zu der Stufe, dass man auch das Social Trading ein Stück weit unter die Lupe nahm und natürlich hier auch viele Ungereimtheiten feststellte, auf die ich jetzt so sukzessive mal eingehen will. Denn auch da haben wir, wie gesagt, vieles jetzt anders gemacht im Rahmen des Launches von eben JFD Invest, unserer digitalen Vermögensverwaltung. Und das Ganze finden Sie hier oben. Da wird auch in Kürze, das darf ich gleich vorweg schicken, noch mehr passieren, denn ihr müsst auch wissen, dass wir sozusagen bei JFD ja auch eine Vermögensverwaltung schon seit Gründung im Hause haben, die jetzt auch gar nicht so in den letzten Jahren nach vorne forciert wurde, aber im Rahmen der Transformation zur Bank ist natürlich das Investment-Private Banking auch ein Riesenthema für uns. Und da wollen wir neben dieser digitalen Vermögensverwaltung, die ich euch heute zeige, sozusagen auch komplett passive Produkte zur Vermöglichkeit, sage ich schon, zur Möglichkeit anbieten, dass man sich hier sozusagen ja im Rahmen des Geldübergebens an eben eine professionelle Vermögensverwaltung sich keinerlei Gedanken mehr machen muss, um eben attraktive Renditen auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite um einen attraktiven Marktzugang fern von reinen Immobilien, rein von Zins, sage ich mal, beeinflussenden Vehikeln. Nein, hier geht es eben rund um ein Multi-Asset-Produkt beziehungsweise Produkte, die wir hier nach und nach launchen. So, bevor ich jetzt gleich einsteige bei JFD Invest, geht es eben darum, dass wir hier auch nochmal die Möglichkeit forcieren wollen und ich euch zeigen möchte, dass wir hier in diesem Bereich des Tradings und Bankings vielmehr eben auch den kostenlosen Aktienhandel forciert haben seit Beginn des Jahres. Hier mittlerweile 700 Aktien plus handelbar. Es werden immer mehr. Also hier geht es auch nicht um irgendwelche Penny Stocks oder ja, Cannabis-Aktien oder Explorer-Minen, sondern wirklich große Blue-Chips bieten wir hier zum kostenfreien Handel an. Also wirklich große Unternehmen, die ja klassischen S&P 500 Aktien, DAX 30, der europäische Markt, und so weiter und so weiter. Schaut es da einfach rein und das ist wie gesagt auch kein Gag, sondern das ist tatsächlich das Angebot an den Aktienhändler, an den Aktienmarkt, an den Aktienmarktinteressierten, dass er hier ohne Depotkosten und eben Transaktionskosten bei uns die Aktien einsammeln kann, um dann auch letztlich im Investmentgedanken seine Dividenden zu erhalten und dann praktisch hier sich einen Kapitalstock aufzubauen. De facto der Aktienhandel da natürlich das Nonplusultra, obgleich nach der 10-jährigen Hoss, die wir natürlich jetzt schon an den Märkten gesehen haben, die Frage ist, ob es mal wieder ein stärkeres Durchatmen gibt oder nicht. Selbst wenn das kommt, die Aktie selbst ist unschlagbar im Rahmen der langfristigen Betrachtung. Und gerade Dividenden hier nicht zu vernachlässigen. Das einfach mal mitnehmen an der Stelle. Und jetzt gehen wir zu dem Punkt, wo ich eigentlich euch abholen will. JFD Invest, das Thema schlechthin. Alles keine Handelsempfehlung. Ihr seht auch ganz unten unseren Risk-Disclaimer. ESMA-Regularien und andere Regulierungsbehörden europäischer Natur sind hier ja auf die, ja, Barrikaden bin ich nicht gegangen, aber auf die Offenlegungskeitspflicht ja gegangen und haben praktisch hier den Handel
noch genauer unter die Lupe genommen, beziehungsweise jeder Broker muss hier im 3-Monats-Zyklus eben entsprechende Disclaimer veröffentlichen und dergleichen und auch darauf hinweisen, dass es natürlich ein hochspekulativer Markt ist. Das bleibt auch bei JFD Invest der Fall übrigens, denn hier ist es natürlich so, dass wir ausgewählte Strategien von Partnern im Portfolio haben, aber auch aus unserer eigenen Vermögensverwaltung, wie zu Beginn angesprochen, sodass man hier natürlich ein Know-how besitzt, aber diese Produkte natürlich dennoch mit einem Leverage, mit einem Hebel versehen sind und auch Margenprodukte sind, die sozusagen ja teilweise, nicht teilweise, sondern direkt mehr Kapital bewegen, als man einsetzt. Und das hat natürlich den Charme einer Überrendite, beziehungsweise aber auch eines größeren Risikos. Obgleich das, wie gesagt, hier bei JFD Invest ja gemanagt wird und insofern klicken wir direkt mal rein. Man kann hier direkt auf die Plattform gehen, auch als Gast. Gar keine Frage, oder sich dem Miro Trading selbst mal widmen und das Ganze anschauen. Und wenn wir da drauf klicken, dann kommen wir sozusagen auf die Landingpage. Und hier ist im Prinzip schon viel erklärt, um so ein Stück weit schon mal auf Tuchfühlung zu gehen mit dem Ansatz, was wir sozusagen machen wollen. Und da gehe ich dann eben auch darauf ein, was der Unterschied zwischen klassischen Copy-Trading-Diensten ist und unserem. Denn zum einen gibt es erstmal keine Abogebühren oder auch ja, Depotkosten, Einrichtungsgebühren und dergleichen. Wir haben hier eine rein transparente Performancegebühr, soll nichts anderes heißen, ist in der Vermögensverwaltung ganz üblich. Nach High Water Mark heißt zum einen Performancegebühr, es wird nur eine Performance bzw. eine Gebühr fällig, wenn eine Performance erwirtschaftet wurde. Und High Water Mark heißt immer nur bei neuen Höchstständen. Ja, soll heißen, wenn man in eine Strategie einsteigt, etwas Rendite macht und plötzlich gibt es eine Seitwärts- oder Drawdown-Phase, was auch völlig normal an den Märkten ist. Es geht nicht nur immer 45 Grad nach oben. Wenn der Markt eben mal durchschnauft und sozusagen einen Rücksetzer erfährt und der Markt dann wieder anfängt anzusteigen auf dem Weg in Richtung der letzten Höchststände, dann bezahlt man keine Performancegebühr, sondern erst wieder, wenn es neue Höchststände gibt. Das nennt man High Water Mark Performancegebühr und das ist das Einzige, was wir dem Kunden sozusagen auflegen und halten wir für sehr, sehr transparent und fair darüber hinaus. Und im Weiteren ist es so, dass ihr, wie gesagt, hier ein Portfolio habt, was wir uns dann auch gleich mal anschauen, wo ihr dann eben Investmentstrategien auswählen könnt, die je nach Risikoneigung auch durchaus kombiniert werden sollten. Ich gebe immer den Tipp an der Stelle, durchaus hier auch zu diversifizieren. Ja, so machen wir es im Übrigen auch bei unseren eigenen passiven Vermögensverwaltungsprodukten. Da ist nie eine singulare Strategie am Start, sondern das ist wirklich ein Portfolio aus verschiedenen Strategien, so wie ihr euch das hier praktisch auch zusammenbauen könnt. Also es ist so, dass man im Weiteren des JFD Invest Produktes beziehungsweise der Plattform, man hier sozusagen sein Konto hat und dieses Konto mit unterschiedlichen Strategien besetzt, belegt und genau hier baut man sich das eben auf, dass man sich sozusagen sein diversifiziertes strategisches Investmentportfolio zusammenstellt. Und das nach eigener Risikoneigung, denn natürlich, wo Rendite auf der einen Seite steht, steht auch Risiko auf der anderen. Ja, also das ist immer sozusagen ja der Kreis Chance Rendite. Da muss man natürlich auch sehen, mit welchem Risiko man das erwirtschaftet. Und es ist auch ganz klar, dass wir hier nicht propagieren, dass wir hier die großen Systeme haben, die 100% im Monat machen, weil genauso schnell wie die möglicherweise auftauchen, die 100%, genauso schnell ist das Geld weg. Das heißt, hier muss man wirklich auch ein bisschen mit dem Ansatz arbeiten, eine realistische Rendite ins Auge zu fassen und die bewegt sich grob. Und da sind wir schon stark überdurchschnittlich im Bereich zwischen 20 bis 40% pro Jahr. Wir haben auch Strategien, auch jetzt aktuell Hyperion ist eine, die wird übrigens von einem manuellen, diskretionären Trader gehandelt. Um auch eine Frage gleich abzufedern, das sind keine voll algorithmischen Systeme, das sind Systeme, die zu Großteilen algorithmisch sind, zu Großteilen den Forex-Markt handeln, aber wir haben auch, wie gesagt, diskretionäre, also manuelle, also menschliche Trader, so will ich es mal sagen, die hier selber die Handelsentscheidung treffen und selbst die algorithmischen Systeme werden auch überwacht. Das ist natürlich kein Ultima Ratio-System, was man einmal aufsetzt und dann durchlaufen lässt über Jahre oder Jahrzehnte, sondern auch das wird natürlich überwacht. Die Renditen, wie gesagt, sind aber auch beim Hyperion gerade überdurchschnittlich hoch. Hier waren wir auch schon mal über 100%, ganz klar, aber die durchschnittliche Schwankungsbreite, das schauen wir uns dann gleich an, ist eben auch enorm. Das heißt, hier muss man auch buchstäbliches, ja, Sitzfleisch beweisen, beziehungsweise auch mit dem ja, Faktor der Volatilität und der Drawdowns, die zwischenzeitlich auftauchen können, leben. Deswegen gebe ich immer den Tipp, hier eine schöne Diversifikation zu betreiben. So, das mal hier der grobe Einstieg an der Stelle und wichtig noch im Vergleich zum Unterschied
Jetzt glaube ich, sage ich das zum dritten Mal, aber jetzt komme ich genau zu dem Punkt, was uns unterscheidet neben den Einrichtungs- und Verwaltungsgebühren zu anderen Systemen, Copy-Trading-Firmen, ist, dass wir hier eine Bulk-Execution durchführen. Das hört sich jetzt ein bisschen, ja, vielleicht für den einen oder anderen Einsteiger nicht nachvollziehbar an, aber Bulk ist nichts anderes als sozusagen eine zusammengefasste Order. Und wir haben auch hier, wenn man weiter nach unten scrollt, diverse Frage-Antwort-Geschichten und da ist die Bulk-Order auch zu sehen. Und hier ist der Unterschied der, dass bei JFD Invest sozusagen die Ausführungskonten alle die gleiche ja, Execution, also die gleiche Ausführung kriegen. Das heißt, wenn der Master einen Trade absetzt, sozusagen der Strategiegeber, dann wird diese Order weitergegeben sozusagen an den Pool. Und bei klassischen Copy-Trading-Systemen ist es so, dass man sich das dann wie an einem Fließband vorstellen kann. Ja, da kommt die Order dann rein und die wird dann sukzessive abgearbeitet oder die Orders der Follower oder Subkonten, die da dranhängen an diesem Masterkonto, an dem Signal, werden dann nach für nach ausgeführt. Und das kann natürlich durchaus zu Unterscheidungen führen, denn die, die als erstes ausgeführt werden, gerade in einem Markt, der sich bewegt, bekommen vielleicht die gleiche Ausführung oder eine ähnliche wie der Signalanbieter. Aber Nummer 50, 75, 150 und folgende haben mit großer Sicherheit Abweichungen. Und das kann kurzfristig nicht so entscheidend sein, aber langfristig ist es durchaus elementar. Und bei uns werden die Orders, die dann praktisch von dem Signal an die Sub gehen, im Sub-Account, also in dem folgenden oder Follower-Account, so kann man es besser sagen, Follower-Accounts zusammengefasst und dann geht eine Order an den Markt, die dann wiederum, wenn sie ausgeführt wurde, aufgesplittet wird auf die Unterkonten. Das heißt, jeder hat die gleiche Ausführung, sehr transparent und auch hier an dieser Stelle wieder fair. Und im Weiteren beschäftigt euch ruhig mit dieser Seite mal eine gute Viertelstunde, 20 Minuten und dann habt ihr hier verschiedene Fragen, die noch beantwortet werden, beziehungsweise ohnehin auch die Möglichkeit, unseren Support jederzeit zu kontaktieren. Aber wie komme ich denn nun ja in die Aktivität? Wie geht's los? De facto fangen wir an, dass man sich erstmal registrieren kann mit einem JFD Invest Profil. Man kann aber auch genauso gut mit einem Gastzugang, wie wir hier oben sehen, starten. Das heißt, ihr könnt auch schon mal auf die Plattform gehen, wie wir gleich tun werden, und einfach mal euch umsehen, nach wo sind denn hier die Strategien, welche Button gibt es denn, wie sieht denn die Plattform aus, die sich im Übrigen auch immer weiterentwickelt und auch weitere Strategien ergänzt, mittel- bis langfristig. Aber es geht eben auch als Gast. Registrieren müsst ihr euch aber, um so eine Art Profil-Avatar anzulegen, den ihr dann im Anschluss mit einem JFD Investkonto verknüpft. Und hier ist die Tatsache die, dass das eben kein Self-Trading-Account ist. Das ist ein Investkonto. Das heißt, mit diesem Konto, wie der Name schon sagt, investiert man. Hierbei investiert ihr euer Geld auf dieses Konto wie auf einem klassischen Trading-Account, aber ihr habt auf dieses Konto keinen Zugriff. Das heißt, ergo, ihr könnt zwar sehen, was auf dem Konto passiert, aber ihr könnt jetzt nicht den Stop anpassen oder einen Take-Profit setzen oder zwischendurch einfach auf dem Konto herumtraden. Das ist nicht der Fall. Das ist ein Investkonto, was rein diesem Prinzip dessen dient, dass ihr die Strategien aktiviert, auf dieses Investkonto schaltet und dann die Strategien dort handeln können. Überdies sind diese Konten in einem Pro-Status, das heißt Pro Professional, auch hier bezogen auf die ESMA-Regeln, dass man hier sozusagen auflegen muss, wie viele Privatanleger in den letzten 12 Monaten verlustig waren. Und da sind wir so im Bereich zwischen, ja, 65, 75% immer gelegen. Und das ist auch ein sehr guter Schnitt. Es gibt andere Broker, die haben tatsächlich leider Gottes ja, Teilnehmer bis zu 80% und mehr, die ihr Geld verlieren. Liegt eben an der eingangs erwähnten Hebelgeschichte beziehungsweise dem Spekulationsfaktor und dessen, dass viele sich eben im Kapitalmarkt nicht genug beschäftigen und dann auch zu Großteilen auf den Stop Preis verzichten. Ohne Stopp fehlt schon mal gänzlich die Risikobemessung eines Trades und dann ist man sehr schnell in einer emotionalen Falle, was dann dazu führt, dass man schlussendlich Fehlentscheidungen trifft oder eben das Konto vernichtet. Das ist tatsächlich so, deswegen geben wir hier mit JFD Invest aber die Möglichkeit, sozusagen eine Portfolioverwaltung nur auszuüben und andere viel mehr Systeme handeln zu lassen. Das schützt auch nicht vor Verlusten. Wir hatten unlängst auch schon eine Disqualifizierung, so nach dem Motto, eine Strategie, die tatsächlich sehr gut lief, auch über Jahre, die das auch schon zuvor bewiesen hat, hat sich im vergangenen Verlauf sozusagen anhand des Pfund-Debakels tatsächlich wundgebissen. Das Pfund natürlich, ihr wisst das, Brexit, die ganzen Spekulationen, ein Austritt beziehungsweise No Deal Deal. Ich will mich da gar nicht zu sehr verlieren, aber
Das Pfund ein sehr heißes Eisen. Wenn man auf der richtigen Seite steht, keine Frage, kann man viel Geld verdienen. Wenn man aber eben auf der falschen Seite steht und das sozusagen dann noch ausreizt, kann es auch gefährlich werden. Und das schützt natürlich auch den professionellen Anleger nicht oder Trader nicht davor, dass er da auch mal falsch liegen kann. Und da gab es eben unlängst auch eine Disqualifikation eines Accounts, weil eben hier einfach die Risikoparameter zu groß wurden und auch die Verluste sich ausdehnten. Das ist genau das, wo man auch sagen muss, schaut nicht nur auf die Strategie mit der größten Performance, die können eine Würze sein, eine Beimischung, aber nicht unbedingt hier anzusehen als, ja, ich habe jetzt Summe X und investiere alles zum Beispiel, jetzt komme ich direkt noch schon mal runter auf die Strategien, in die Hyperion. Die ist halt sehr, sehr schwankungsfreudig und mit der Equity Balance Abweichung, was hier zu stehen ist oder zu sehen ist, ist so eine gewisse Art Drawdown-Faktor Volatilität gemeint. Das heißt, die Strategie hat hier einen Ertrag sozusagen von 80% und wie ich eingangs schon sagte, auch schon mal über 110% gehabt oder 100, also es war auf jeden Fall eine Verdoppelung, 114% in der Spitze, meine ich, waren es. Aber zwischenzeitlich gerade auf dieses Verhältnis gerade bezogen, wir haben eine Rendite von rund 80% und es gab schon eine Rückschlagsperiode, wo die ja, Account-Anhänger beziehungsweise der Master Trader hier auch schon bis zu 41% in der roten Zone saß. Das zeigt eben, die Strategie ist sehr, sehr spekulativ angehaucht. Es gibt auch hier andere Strategien, die sehr ansehnliche Renditen haben oder auch die Archimedes hier mit einem sehr geringen Drawdown-Faktor zum Beispiel. Aber auch solche Strategien haben sicherlich nicht auf Lebenszeit solche geringen Schwankungsgrade. Das heißt, auch hier muss man wissen, man braucht gerade im spekulativen Trading-Markt hier schon ein Stück weit Sitzfleisch und darf nicht schon bei minus 10%, wie hier eindrucksvoll die ersten fünf Strategien zeigen, sozusagen schweißgebadet werden, also oder schweißgebadet sein vielmehr. Das muss man schon berücksichtigen und hier gebe ich eben den Tipp auch zu diversifizieren. Also wirklich mehrere Strategien auszuwählen. Da kann auch eine Hyperion dabei sein, aber da darf es ruhig die Forex Guarantee Balance und so weiter auch mit dabei haben in so einem Portfolio. So, aber das Investkonto selbst nochmal darauf zurück ist ein Pro-Account, wie gesagt, mit hohem Hebel. Und dieser Account, wie gesagt, von euch nur in einem View-Modus und nicht in einem Handels- oder Trading-Modus zu sehen. In einem weiteren Schritt hat man das vollzogen, geht man dann auf die Verknüpfung. Das heißt, man kann das JFD Invest-Profil mit diesem Investkonto verknüpfen. Und für alle Kunden, die schon bei uns sind, können hier ganz leicht über MyJFD sozusagen ein Subkonto eröffnen bei MyJFD oder in der Plattform selber geht das auch. Da kann man ohne Probleme sozusagen ein Subkonto eröffnen. Aber hier, wer schon Kunde ist, kann natürlich in unserem, sage ich mal, Kundenbereich, dort kann man Einzahlungen, Auszahlungen, verschiedene Anpassungen treffen. Man sieht seinen persönlichen Datenbestand und dergleichen. Also wie so ein Kundenbereich, wo man eben auch Subkonten eröffnen kann mit wenigen Klicks. Und da kann man auch ein JFD Invest Konto eröffnen oder aber, wenn man direkt auf der Plattform wieder ist, kann man auch von dort aus, wird man geführt zu einer JFD Invest Account Eröffnung. Das braucht man halt. Ein Profil und ein Invest Konto, weil man kann auch mehrere Profile nach Risikoneigung anlegen. Man kann auch in einem Profil mehrere Konten führen. Letztlich braucht man sowohl das Profil als auch das Investkonto, um zu starten. Dann geht's los mit der Einzahlung. Das ist ganz klassisch, wie bei jedem Trading-Account auch. Ihr habt die Account-Nummer und eben auch unsere Partnerbank, wo dann die Einzahlung erfolgt und dann wird das Konto entsprechend kapitalisiert nach der Überweisung und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt schauen wir mal an. Wie gesagt, wir haben hier die Top 5 Strategien, was täglich aktualisiert wird. Das Ganze schwankt aber natürlich auch immer mal wieder. Und wenn ihr hier auf den Folgen-Button klickt, dann geht ihr sozusagen schon mal in den Gastzugang. Ja, da klicke ich jetzt mal drauf. Dann sind wir sozusagen in diesem, sehen wir auch schon links oben, Guest-Zugang als solchen. Und da ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ihr könnt euch hier letztlich umsehen oder auch schon mal verschiedene Menüs anklicken. Dann werdet ihr zum einen gefragt, hey, wollt ihr euch nicht anmelden? Dann kann man das hier sozusagen durchführen. Und wenn man keinen Account hat, dann klickt man eben hier entsprechend drauf, beziehungsweise, sorry, kein Account, sondern kein Profil. Dann kann man sich hier sozusagen ein freies Profil anlegen. Das Ganze dann auch hier im Übrigen auf entsprechende Sprachen adaptierbar. Und dann geht es hier los mit entsprechenden Einverständnissen und dem Konto oder das Profil, der Profilerstellung oder einfach weiter im Gastzugang, wenn man sozusagen das nicht will. Aber ihr kauft hier nichts, ihr registriert euch lediglich, seid auch in einem Informationsletter beteiligt, wenn es neue Strategien gibt oder dergleichen und dann seid ihr sozusagen in diesem Universum drin. Jetzt, wie gesagt, als Gast könnt ihr euch auch schon umsehen und seht auch weitere Strategien, die hier aufgeführt sind, welche Strategien es sozusagen gibt, welches Portfolio man sich bauen kann. Und wenn man eben auf Strategien geht,
wie zum Beispiel hier auf diese Butterfly-Strategie, dann lädt es kurz ein und dann seht ihr sozusagen dann noch die kleinen, aber feinen Details der Strategie. Und hier gebe ich euch den Tipp, dass ihr euch da einfach mal ein bisschen umseht. Und neben der, sage ich mal, Startseite, auf der ihr euch umschaut, solltet ihr dann im Nachgang auch ein Stück weit hier in diesem oder auf dieser Plattform euch schon speziell umschauen. Und dann seht ihr hier zum einen eben die generelle Performance-Kurve. Hier sehen wir auch schon mal eine sehr erhöhte Volatilität, die es auch in dieser Strategie schon gab. Und hier sehen wir auch die entsprechende Monatsperformance und auch die Dauer der Strategien. Wir haben Strategien, die laufen bei uns schon seit 2017, wo die ersten Surfer für JFD Invest sozusagen gelauncht wurden. Das Projekt selber hatte ja auch schon eine lange Vorlaufzeit, also Beta-Phase, bevor es live ging. Wir haben ja eh schon lange überlegt, das zu machen. Das fing 2015 schon an. Dann hat man verschiedene Anbieter getestet, das hat sich entwickelt und dann, als klar war, dass wir eben hier mit dieser Plattform an den Start gehen, haben wir auch dann schon die ersten Live-Konten aufgelegt. Und das übrigens auch noch ein großer elementarer Unterschied: Diese Accounts sind alles Live-Accounts. Also es gibt hier keine Demo-Umgebung oder Spielgeld, wie bei vielen anderen Copy-Trading-Strukturen, wo man sich mit einem Spielgeldkonto qualifiziert, sozusagen Demo. Das ist gut für euch, wenn ihr einsteigt, wenn ihr das Trading lernen wollt, wenn ihr die Plattform kennenlernen wollt. Im Bereich des Tradings, des Self-Tradings, des eigenen manuellen Tradings. Aber hier bei JFD Invest ist, wie gesagt, kapitalisierte Konten und keine Demo-Umgebung. Für Vergleiche und irgendwelche, sage ich mal, Rückrechnungen kann man hier auf der Plattform genug Informationen abziehen. Wenn man hier starten will, und das kann man auch ruhig schon mit einem kleineren Geld machen, dann ist es einfach Learning by Doing, einzahlen, entsprechende Strategien auswählen und dann auch mal machen lassen. Hier gebe ich auch den Tipp, nicht jeden Tag oder jede Woche drauf zu schauen. Was wir, wie gesagt, gemacht haben, das zeige ich euch dann auch, ist ein Live-Account im letzten Jahr des Septembers eben zum Launch von JFD Invest aufzulegen. Dieser Account hat sozusagen einen Track-Record auch aufgebaut, da sind wir auch sehr stolz drauf. Immer noch, es gab auch hier eine kleine Schwächephase, aber summa summarum hat sich das Ganze eigentlich gut entwickelt, zeige ich euch dann, wie gesagt, auch gleich. Jetzt bin ich immer auf der Instrumentenhaffel, die man so nicht sieht, wenn man nicht angemeldet ist. So, jetzt hier nochmal zu den Strategien und dann eben auch gern mal zu diesem Login-Faktor. Ich will aber euch bei den Strategien nochmal abholen an der Stelle, dass man auch ja grundsätzlich viele Parameter hat, um die Strategien sozusagen zu bemessen bzw. auch zu bewerten, und man auch sogar in die Strategien, obwohl man diesen nicht folgt, insofern ja einen Einblick gewährt in dessen, was für Trades generell gemacht werden und ob es offene, also Pending Orders sind die lauernden Orders sozusagen, die man in den Markt stellt, die dann sozusagen gefillt werden, wenn ein bestimmtes Preislevel erreicht wird. Das kann man sich hier auch alles anschauen, dann allerdings nur, wenn man eingeloggt ist mit diesem Profil. Dann sieht man sozusagen noch ein paar mehr Details. Ihr seht, hier ist gerade das Schloss, dass man sozusagen keinen Einblick drauf hat, aber im Grunde genommen ist das relativ simpel. Mit einem einfachen Registrierprozess hat man sein Profil und dann kann man auch diese Orders wunderbar sehen. So, dann würde ich sagen, greifen wir mal an bei Gelegenheit im Rahmen der Aktivierung des Kontos. Das heißt, ich vollziehe jetzt mal den Fall, dass ich mich sozusagen, hier steht jetzt Abmeldung, ich will mich aber anmelden, nicht als Gast, sondern eben mit, mal gucken, dass wir hier die Adresse haben, mit dem Account. Das heißt, ihr habt hier also eure Login-Daten, das ist eine E-Mail-Adresse, ganz simpel, und dann schlussendlich ein Passwort, was ihr dann auch per E-Mail zugeschickt kriegt. Und dann habt ihr sozusagen euren Live-Zugang, wo ihr dann euren Account seht. So, jetzt melden wir uns mal an. Dauert eine kleine Sekunde und dann sind wir in diesem Live-Account. Da, wo oben links jetzt Gast stand, steht jetzt praktisch zum einen JFD Live. Hier könnt ihr auch diesen Avatar noch, sage ich mal, bewechseln, beziehungsweise einem Gesicht geben. Und auch hier können wir die Sprache nochmal anpassen, sehe ich gerade. Da ist es aber letztlich so, dass man sehr schön sieht, was dieses 10.000-Euro-Konto gemacht hat und wir uns gegenwärtig auch in einem Drawdown-Phasen Segment befinden. Nach diesem starken Rutsch, das war übrigens hier ein Strategierutsch, den es eben, wie erwähnt, oder die Ursache des Strategierutsches hatte hier der Strategie begründet, die zu fundlastig war. Ja, hier wurden auch Risikobegrenzungen gesetzt, aber letztlich war das einfach ein großer Verlust auch in unserem Portfolio.
Wohlbemerkt, wir sind hier schon mit einer sehr, sehr starken Performance aufgelaufen in Richtung 45% nach noch nicht mal 9 Monaten. Das war schon fast zu schön, um wahr zu sein. Und hier haben wir nichts anderes gemacht als, ja, zweimal im Monat, dreimal im Monat Strategien getauscht. Also wirklich dann immer nur in dem Webinar, was ich jetzt mit Ihnen hier mache, beziehungsweise das Webinar begleitet ja auch der Dr. Stefan Friedrich-Kowski. Das ist unser Quantenmanager, Doktor der Physik, der auch hier einige Strategien sozusagen mit betreut oder auch verwaltet oder auch dann entwickelt und eben sein Augenmerk drauf hat. Mit diesem haben wir, wie gesagt, letztes Jahr den Account gestartet. Wie gesagt, im September beziehungsweise Ende September ging es dann los. Und dann haben wir hier, wie gesagt, schön aufgebaut und haben immer wieder Strategien abgeschaltet, aufgeschaltet, gezeigt, wie man das eben machen kann und haben das Portfolio bestückt. Und hier war eben speziell eine Strategie namens FX Global, die es dann erwischt hat mit dem Pfund. Und dann ging es erstmal zurück. Und jetzt hatten wir die letzte Zeit auch ein wenig Durststrecke, muss man sagen. Nichtsdestotrotz die Strategie aber dennoch in einem positiven Fahrwasser. Und wenn wir so weitermachen, haben wir wahrscheinlich nach 12 Monaten immer noch eine gute Rendite im Bereich zwischen 20 und 30%. Und das allein nur, weil wir hier letztlich Strategien auch gemixt haben und das Risiko letztlich verteilt. Jetzt sehe ich gerade Annegret. Hallo an dieser Stelle. Seit wann gibt es JFD? Also JFD ist gelauncht worden bzw. gegründet 2011 als Broker. Und da wurde aber auch gleichzeitig damals neben der Broker-Lizenz eben auch hier eine Investment- und Portfolio-Lizenz ins Leben gerufen, weil man eben schon den Ansatz und Anspruch hatte, auch noch da mittelfristig viel mehr ins Leben zu rufen. Und jetzt haben wir dann eben auch die Wertpapierhandelsbank, die Deutsche Wertpapierhandelsbank, eben als Aachen übernommen, ist ja jetzt die JFD Bank und insofern hat sich das Ganze sehr gut weiterentwickelt. Und jetzt ist es eben auch so, dass wir neben dieser digitalen Vermögensverwaltung, die ich Ihnen hier zeige, das JFD Invest Produkt, eben auch wirklich komplett passive Produkte, auch bestückt mit echtem Aktienhandel und eben auch anderen Assetklassen sozusagen noch ins Leben rufen wollen bzw. werden. Wir hatten auch schon zu Beginn der JFD-Gründungsphase da im Prinzip auch so eine Art kleinen Hedgefonds ins Leben gerufen namens Topspin, der auch seine ja, Entwicklung machte und auch hier so ein Stück weit auch als Muster dient, wie wir jetzt in Zukunft noch mit weiteren Produkten ausstrahlen werden. Aber zurück zum Thema. Ich hoffe, die Frage beantwortet zu haben an der Stelle. Und jetzt im weiteren Verlauf ist es eben so, dass wir hier dieses ja, Webinar-Konto sehen, damals mit 10.000 Euro kapitalisiert und jetzt aktuell immer noch in einem Fahrwasser der Bodenbildung. Und das sensibilisiert ganz gut natürlich A, im Rahmen der Diversifikation von Strategien und B, dass es natürlich auch hier keine Gelddruckmaschinen sind, ja, und auch realistisch betrachtet es immer wieder auch zu Schwächenphasen kommen kann. Und deswegen gehen wir mal hier auf den Account Zuordnung beziehungsweise auf den Button vielmehr. Und da sehen wir auch schön eine Asset Allocation, die uns aufzeigt, zum einen hier in einer Art Tortendiagramm, beziehungsweise zum anderen auch in einer prozentualen Gewichtung direkt hier zu sehen, wenn wir draufgehen, beziehungsweise dann direkt in einem Cash-Betrag oder hier in dieser Tabellenform mit Cash und prozentualer Ausrichtung, wo wir sehen, wie die Strategie gegenwärtig bestückt ist. Und das Ganze wird sich so oder ist genau der Prozess, der sich so weiter fortsetzt, dass man hier eben auch neue Strategien, wenn sie denn gelauncht werden, mit aufnimmt, alte abschaltet, beziehungsweise auch mal eine andere Strategie, die ins Portfolio passt, sozusagen die Würze gibt. Und auch Hyperion war hier schon mal dabei, also die hochspekulative Strategie. Aber letztlich muss das jeder individuell entscheiden und sich natürlich auch bewusst werden, welchen Risikoansatz er verfolgt, beziehungsweise was er letztlich auch investieren will. Und man hat hier immer das Geschmäckle dabei, dass es sich natürlich um ein Spekulationsgeschäft handelt. Das ist so. Und auch wie in unserer Grafikkurve vorhin zu sehen, gibt es auch Drawdown-Phasen, selbst bei einem Portfolio, weil eben hier die Diversifikation umso wichtiger ist und das aber dennoch auch das Ganze nach unten hin abfedert. Und nach oben hin, wenn alles sich sehr schön entwickelt, natürlich auch entsprechend pusht. Also es wäre zu schön gewesen, hier eine unglaublich starke Performance an den Markt zu legen. Aber der Realismus kehrt auch hier ein und wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Performance, die wir dann auch, denke ich, weiter ausbauen werden können. So, liebe Leute, dann würde ich jetzt mal sagen, ich meine, das Webinar ist für eine ganze Stunde sogar diesmal angelegt im August. Das ist aber so technisch gesehen gar nicht richtig, denn die JFD Invest Informationswebinare im Rahmen Traden, Dingen und Investieren leicht gemacht, euch den Zugang sozusagen mal zu zeigen, gehen in der Regel 25 bis 30 Minuten, sollen im Prinzip auch hier ein Abholen darstellen im Rahmen dessen, was hat es mit JFD Invest auf sich, was ist denn das JFD Invest Trading und Investieren? Und da hoffe ich, ich konnte euch abholen. Ich gebe, wie gesagt, den Tipp, euch A auf der Landingpage noch ein Stück weit umzusehen, wirklich mal eine Viertelstunde, 30 Minuten Zeit zu nehmen, ein bisschen einzutauchen, auch
gern als Gast, aber vielmehr noch als angelegtes Profil, sich hier sozusagen in diesem Universum mal herum zu treiben. Und nochmal zum Abschluss, wer auch das nicht will, beziehungsweise dem auch dafür die Zeit fehlt, der kann sich gerne an unseren Support wenden und hier sozusagen im Rahmen der passiven Vermögensverwaltung um Informationen bitten. In den nächsten Monaten, vielmehr Wochen, wird es dann auch hier oben im Investieren-Button natürlich auch dann einen Wegweiser zu unserer JFD Wealth Vermögensverwaltung beziehungsweise für diesen komplett passiven Produkten geben. Das einfach mal als Info vorab und insofern wünsche ich euch allen eigentlich noch einen sonnigen Donnerstagverlauf. Tolles Wetter hier im Süden Deutschlands. Ich hoffe bei euch auch, wo ihr auch immer gegenwärtig sitzt und hoffe euch auch hier an der Stelle entsprechend gut abgeholt zu haben. Insofern wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Ausklang des Nachmittags. Hier schlägt die Sirene gleich mal bei. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Ich hoffe, ich konnte euch abholen bei Fragen. Wie gesagt, unser Support steht 24/5 zur Verfügung. Und insofern hoffe ich, euch da etwas Aufklärung beschert zu haben. Wünsche noch einen wunderbaren Ausklang des Donnerstags. Kommt gut ins Wochenende. Auf bald, euer Chris Kämmerer. Und tschüss an dieser Stelle.